Schweizer Familie präsentiert. Gesundheit heute, unterstützt von Universitätsklinik Balgrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Clarunis, Universitäres Bauchzentrum Basel, Exzellenz in Klinik und Forschung. Interpharma, wir forschen weiter. Und VOG, mehr als Labormedizin. Heute reden wir über die neue Männlichkeit. Weder Macho noch Softie, ein neues Männerbild ist gefragt. Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Alleinerziehende Hausmänner sind in der Schweiz immer noch eine Rarität. Nicht aber so für meinen ersten Gast, Fabien Rohr, dreifacher Snowboard-Weltmeister. Du bist Hausmann, alleinerziehender Vater, bist selbstständig als Immobilienfachmann und ein Gefühlsmensch. Bist du der moderne Mann? Du, ich bin fast ins kalte Wasser reingekehrt worden. Und dann habe ich mich einfach organisiert, ob das der moderne Mann ist oder nicht. Ich würde sagen, ich bin eher pflichtbewusst. Und der Spitzensport hat sich verlagert. Eigentlich auf den Heimen. Planen, ausführen, nicht meckern. Ja. So. Das kommt also noch fast zu gut. Fast. Was das anbelangt, schon. Aber Tricks, wie du nicht die richtigen Kanten schleifen, wie du nicht wachsen, ist dann im Alltag von. Es ist noch recht schwierig. Aber Frauen haben mir eigentlich geholfen. Zum Beispiel auf dem Spielplatz. Da kannst du dich gut informieren über, wie mache ich das, wie mache ich das. Survival Package. Zum Beispiel musst du immer zwei haben, immer Ersatznucki, Feuchttüchli, Ersatzwindeln. Oder du musst eigentlich immer Pflasterli natürlich und Desinfiziermittel. Das musst du immer nicht im Sack dabei haben. So, so kleine Sachen habe ich alles nicht gewusst. Mhm. Aber habe ich alles gelernt. Mhm. Wir haben von dir einen Einspieler gemacht und den schauen wir uns jetzt zusammen an. Okay. Es ist ein Alltag, wie ihn viele Frauen kennen. Fabien Rohrer führt den Haushalt. Er kocht. Er geht seiner Arbeit nach. Und als alleinerziehender Vater ist er für seinen 10-jährigen Sohn Jeremy verantwortlich. Ein herausfordernder Spagat für den 46-Jährigen. Es ist immer das Switchen zwischen dem Privaten und dem Geschäftsmann. Also aus einer Hausfrau, also Hausmann und dem Geschäftsmann. Die Telefonate, es ist mit einem Mami telefonieren, 5 Minuten später mit einem Geschäftsmann. Und das ist recht schwierig. Immer für einen Mann, immer das alles so schnell zu koordinieren. Because they have the same spelling list, everyone else, Jeremy has different spellings. Deshalb hat Fabien Rohrer seit kurzem ein englisches Au-pair und eine Putzfrau engagiert, die ihm helfen, den Alltag zu bewältigen. Ich habe das mehrere Jahre selber gemacht, aber da bekommst du die Hausfrauenfrustration. Jeden Freitag tust du einfach waschen, jeden Samstag gehst du einkaufen und es hört nicht auf. Und du hast keine Zeit mehr für dich. Und das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Ich lasse das Au-pair nicht alles machen, weil ich als Kind ich will Zeit mit dem verbringen. Also wir kochen zusammen, ich nenne das das aktive Kochen. Oder ich tue einfach meine Zeit investieren ins Kind. Businessbesprechung mit Petra Wolf. Sie ist für das Online-Marketing von Rohrers Überbauungsprojekten zuständig. Die zweifache Mutter ist die Partnerin von Snowboard-Bronze-Olympionike Ueli Kestenholz. Petra und Fabu verbindet eine lange Freundschaft. Fabu ist für mich so eine Art Mami-Freundin. Also eine von den Freundinnen, die ich habe, die auch Mami sind. Wo ziemlich viel, was Haushalt anbelangt und so weiter, auch selber machen. Also sie sind verantwortlich für das. Und doch noch ein immenser Antrieb haben, um eben andere Sachen machen mit dem Kind oder auch mal ohne Kind. Fabu Rohrer, also ein moderner Mann? Oder doch nicht? Doch, eigentlich schon, weil er bewegt sich ja in Felder oder in Aufgabenbereich, wo jetzt ein altmodischer Mann, der wird sich da gar nicht zurechtfinden, der wäre völlig überfordert und hätte ja auch gar nicht keine Skills für die Kürbissuppe zu kochen oder ja, also. Und die bringt er mit. Mitte der 90er Jahre war Fabien Rohrer der Snowboardstar.
Doch nach Karriereende fühlte sich der Europa- und Weltmeister trotz Geld und Ruhm unglücklich und orientierungslos. Er fiel in ein tiefes Loch, hatte Panikattacken. Dank Tai Chi, Meditation, Hypnose und Behandlungen auf dem Kristallbett fand Febu wieder zu sich. Also, berndeutsch gesagt, war ein abgelöschter Haufen. Und heute, ja, wenn ich ihn sehe, wie er heute unterwegs ist, dann hat er längst über das Ziel rausgeschossen. Und das kann ich ihm gönnen. Und das denke ich, das strahlt er auch aus. Also jetzt im Fall des Febu tut es ihn entschleunigen. Jeder Mann und jede Frau weiss, wie er unterwegs ist. Und bei ihm gilt es, ihn in dem Sinne wieder nachzuholen und wieder zu zentrieren. Niemand hat mir gelernt, ich hatte keine Werkzeuge, wenn ich mein Inneres pflege. Und ich musste einfach ein paar Orte finden, Lehrer, die mir das lehren, wie das funktioniert. Und das habe ich dann jetzt über 20 Jahre ganz genau angewendet. Und das hat nichts mit Esoterik oder weiss ich was. Ich habe das einfach angewendet, diese Sachen, auf meinen Geist und mein Inneres und so. Und es geht mir wirklich viel besser. Also, muss ich sagen. Selbst wenn das alles nichts bringen würde, die Bestrahlung, sage ich mal, von diesen Farben auf meine Chakren, es tut mir einfach gut. Punkt. Wenn ich dort unter dem Bett vorkomme, Punkt. Ich bin absolut ausbalanciert und es tut mir mega gut. Und deswegen komme ich einfach wieder hierher. Ist das ein Ketschgummi? Fabien Rohrer hat während der letzten 20 Jahre viel über sich gelernt. Er hat sich konstant weiterentwickelt, geöffnet und eine neue Seite in sich entdeckt. Die weibliche. Die weibliche Seite zu aktivieren, würde zwar jedem ein bisschen gut tun von den Testosteron-Männern, aber es ist schwierig. Aber das ist, du musst streicheln, zuhören, Gespräche und so. Und das ist nicht jedermanns Sache. Das Wichtigste im Leben von Fabien Rohrer als alleinerziehender, moderner Mann ist und bleibt sein Sohn Jeremy. Ich denke mir einfach, dass er Selbstverantwortung lernt. Dass er sich lernt, selber einzuschätzen. Dass er ein gutes Selbstbewusstsein hat. Und dass er weiss, dass er viel Zeit von seinem Vater geschenkt hat bekommen und auch weiss, dass ich für ihn da bin, egal was passiert. Das ist das Wichtigste. Er darf dann selber entscheiden, was er möchte. Ob er einen Mann liebt, ob er eine Frau liebt, das ist mir dann gleich. Aber einfach das Liebe im Allgemeinen und die Toleranz gegenüber dem anderen, das ist für mich das Wichtigste, dass er das mitbringt. Fabien, was denkst du gerade? Es war sehr bewegend für mich, das alles zu sehen. Oder? Weil ich erlebe das ganz anders. Und ich sehe mich ja nicht aus der Person so. Und ich mache wirklich viel. Und, und wenn ich das koordiniere und alles, es ist wirklich gar nicht so schlecht eigentlich. Ja, aber es ist schon viel. Es ist viel, ja. Bist du der Einzige oder gibt es noch andere Männer in deinem Umfeld, die eine ähnliche Rolle spielen? Nein, ich bin der Einzige. Bei uns ist der Markus Theunert. Sie sind Fachmann für Männer- und Geschlechterfragen. Weder Macho noch Softie. Ein anderes Männerbild ist gefragt. Was ist das? Schwierig, inhaltlich zu bestimmen. Ich finde, es ist ja gar nicht nötig, dass man jetzt die alte Norm vom Mann, der sich krank schafft und wenig auf sich selber schaut, durch eine neue Norm ersetzt. Die Frage ist eher, was braucht es für Kompass auf dem Weg, damit jeder seinen eigenen Weg kann finden kann. Und Fabien Rohrer hat da sicher schon einen ganz wichtigen Bestandteil genannt. Mir hat das Bild gefallen vom Innenweltpflegen, die innere Wohnung quasi beleben und Feststellung als Mann, wenn man als Mann als Bub aufwächst. Dann lernt man das nicht und dann muss man sich das halt als Erwachsener mal erarbeiten. Aus meiner Sicht ist das auch gar nicht die weibliche Seite entdecken, sondern einfach eine andere Facette von Männlichkeit, von Mannsein entdecken. Aber Sensibilität ist schon gefragt. Man merkt das dir an, als Mensch auch. Wirst du auch ein bisschen kritisiert für das oder gar nicht? Aber ich einfach merke, mit meinen Kollegen oder Freunden kann ich nicht über solche Themen reden. Weil sie interessiert sie nicht gross, weil sie einfach eine ganz andere Stellung in der Familie irgendwie.
Und wenn ich so mit Beziehungsfragen komme oder darüber diskutieren will, dann tue ich das eher mit der Petra machen oder eher mit weiblichen mit Frauen, wo wir dann ihre Erfahrungen auch ein bisschen sagen können. Der Mann selber ist fast so ein bisschen wie orientierungslos und sagt, mach einfach. Und ich glaube, das mit mach einfach gibt es gleich ein bisschen zu hinterdenken, weil wenn du ihm etwas sagst oder wenn du ihm etwas zeigst, er schaut ganz genau auf dich rauf und die Flashplatte wird gepresst und du besser überlegen, was ihm erzählst. Weil das hat Auswirkungen für später mal. Du, klar, kannst du cool tun und weiss nicht was und so, aber du gut überlegen, was du machst. Aber es gibt wahrscheinlich auch ganz viele verschiedene Arten von Männern. Tut so ein neues, modernes Männerbild das alte ablösen? Was wir feststellen, ist eher, dass die Anforderungen einfach nur dazukommen. Also die Erwartung an den Mann, dass er leistungsstark ist, eine Familie kann ernähren, im Beruf erfolgreich ist, das ist ja nach wie vor gültig. Auch, dass er richtig mal weiss, was durchgeht. Und so. Die ganz klassischen Bestandteile von traditioneller Männlichkeit sind nach wie vor gültig. Aber tatsächlich, es gibt eine Veränderung, insofern neue Anforderungen dazukommen. Zusätzliche Anforderungen, er muss auch emotionale Kompetenzen haben, soziale Kompetenzen, einfühlsam sein, über sich selber reden können, sagen, was er braucht, so Sachen. Und das ist ein sehr grosses Spannungsfeld. Das passt eigentlich gar nicht zusammen. Er muss ein bisschen alles. Er muss wirklich ein bisschen alles. Wie viele Männer haben heute ein Problem mit dem Männerbild? Es ist schwierig zu sagen, wenn man wissenschaftliche Daten möchte. Was man ganz einfach sagen kann, etwa die Hälfte der Männer, das wissen wir aus Untersuchungen von Deutschland, nehmen die ganzen Veränderungen positiv an. Sagen, jawohl, es ist wichtig, dass wir uns entwickeln als Männer, dass es auch so etwas wie männliche Emanzipation gibt, dass wir unsere eigenen Vereinbarkeitsthemen lösen, dass wir unsere Hälfte von der unzahlten Haus- und Kinderbetreuungsverantwortung übernehmen. Und die andere Hälfte, die eher im Widerstand ist, bedeutet noch spannend, ein Teil ist im offenen Widerstand, sagt, wir wollen das einfach nicht. Wir wollen, dass die Frau für die Kinder zuständig ist. Wir arbeiten so wie früher. Und dann gibt es einen Teil, etwa ein Viertel von der Bevölkerung, was so tut, als wäre sie eigentlich gleichgestellt, aber in Tat und Wahrheit denen wenig Verhaltensänderung zeigt und die Gleichstellung eher als den Frauen helfen, dass sie auch ein bisschen dürfen, mehr Macht haben, ein bisschen mehr Geld verdienen, aber die eigene männliche Rolle gar nicht hinterfragen tun. Und das ist nicht unbedingt hilfreich, natürlich. Hast du einen fürsorglichen Vater gehabt? Also ähnlich so wie du jetzt mit den Kindern umgegangen? Ja, wie soll ich sagen, gell? Ja, die Vatergeschichte und Muttergeschichte, oder? Die haben beide probiert, so gut wie möglich zu agieren und zu machen. Was dann auch richtig und falsch ist und unvorteilhaft, ich will da eigentlich gar nicht gross drauf eingehen, weil es ist jetzt. Und jetzt ist wichtig, dass ich die Erfahrungen von damals, was nicht so gut war, kann weiterziehen kann. Und einfach daraus lernen und es einfach besser machen. Ich bin auch Scheidungskind von dem her. Und so wie ich es handhabe mit meiner Ex-Partnerin, ist das recht gut. Ja. Und wir haben es gut, auch zu dritt, und Weihnachten und so, alles okay. Und das funktioniert recht gut. Aber vielleicht möchte ich noch schnell etwas sagen zu dir, was du vorhin hast gesagt. Einfach das mit dem, was ich merke, ist, der Mann selber, der muss. Und bei der Frau, wenn sie tut, dann ist sie dann sehr schnell das Opfer und ihr wird sofort geholfen. Und der Mann hat einfach zu machen. Weißt? Und das ist für mich recht, das habe ich dann gemerkt, wo bekomme ich jetzt Hilfe. Und dann habe ich dann recht fast wie Panik bekommen. Weil mir wird, oder ich habe mich schlecht gefühlt, weil die Frau, wenn sie dann aufkommt und sagt Hilfe, dann wird sofort reagiert, finanziell, Hilfegruppen und ich habe nicht genau gewusst, was soll ich machen. Schwierig, auch Hilfe anzunehmen, das passt ja nicht unbedingt ins Männerbild. Genau, der richtige Mann, weiss ich selber zu helfen. Ja, genau, ich sollte ja auch Zeugen so, wenn ich einen Kollegen anrufe, sagt, nimm ein Bierli, das geht dann morgen wieder. Aber es geht eben nicht. Weil am nächsten Tag ist es eben genau gleich und nächste Woche noch und nächsten Monat auch. Also das heisst, das macht krank, das muss man schon klar benennen. Ein schlechter Gefühlszugang macht krank. Und einen schlechten Gefühlszugang haben, ist ein Bestandteil von traditioneller Männlichkeit. Und das ist wirklich ein Problem. Das heisst, so wie wir unsere Kinder erziehen, also vor allem Buben erziehen, und was wir von Männern erwarten, ist, dass sie, Hauptsache sie funktionieren, aber
sie müssen sich selber nicht gut spüren. Sie müssen sich nicht unbedingt warnen. Und das ist krank. Und die Frustration, weißt, die du innerlich bekommst, so eine Hausfrauenfrustration, die ich vorhin im Beitrag gesehen habe, das hatte ich nicht gewusst, was das ist. Ich habe gemeint, ich werde depressiv. Aber dabei ist das, die Frau hat mir das dann erklärt. Und wenn ich dann am Abend einen noch hätte, der nach Hause kommt und sagt, was tust du so gestresst? Ich würde ihm gleich den Kopf kumpeln. Ja, weil das ist also, du erlebst jetzt natürlich die Situation, die viele Frauen erleben, als Mann, in deiner Funktion als Mann. Aber trotzdem, etwas finde ich ganz interessant, nämlich, es hat auch einen gesundheitlichen Aspekt. Das männliche Verhalten hat gesundheitsrelevante Konsequenzen. Herz-Kreislauf-Krankheiten zum Beispiel oder Suchtproblematik. Der Mann verdreht alles. Das ist ein Thema. Ein riskanter Lebensstil ist etwas, wo man es eigentlich positiv belohnt tut und sagt, hey, wow, das ist ein echter Kerl. Und gleichzeitig, also Männer sterben früher, das war vor 100 Jahren noch anders. Das ist nicht in der Biologie vom Mann. Ja. Aber halt, also Verkehrsunfälle ist ein grosses Thema, Rasenunfälle, Suizid auch. Da gibt es ganz viele Elemente, wo Männer sich selber krank machen und kaputt machen. Gibt es auch genügend Vorbilder, gibt es Orientierung für einen Mann? Aus meiner Sicht gibt es ein Orientierungsvakuum. Eben, wir haben eine Entwicklung, dass zwar Männlichkeit als mehr verhandelt wird, als toxisch bezeichnet wird, als giftig, schädlich. So, dort gibt es gesellschaftliche Diskurse, haben Männer, die aufpassen müssen. Das darf nicht übergriffig sein, darfst das und das nicht machen. Das problematisieren, das funktioniert. Aber es ist ein sehr defizitärer Diskurs. Es gibt wenig Rollenmodelle, wenig positive Beispiele. Super auch, dass so Bilder dann sichtbar werden. Dort verändert sich auch etwas. Aber das ist noch wirklich mangelbar. Ja, siehst du es auch so, dass es wenig Orientierung gibt? Und deswegen hocke ich eigentlich auch hier. Ja. Um einfach gewissen Männern zu sagen, hey, meldet euch bei ihm. Die dürft auch gerne bei mir melden, die Fragen haben oder so. Und dann einfach Mut machen, es geht schon. Und das einmal zu thematisieren, weil viele reden nicht über das. Und da die Hetero-Männer, die so hart tun, wenn sie mal wirklich etwas Herz machen, empfehle ich ihnen, nur 3 Monate mal das Hausfrauen machen. 3 Monate. Nur das. Ja. Und dann reden sie die Angst. Geht es darum, vielleicht gar nicht eine Rolle mitspielen, sondern mehr bei sich sein? Ja. Also, wenn wir den neuen Mann inhaltlich bestimmen, dann ist das sicher ein Mann, der in Verbindung ist. Mit sich selber und mit anderen. Die Verbindung zu sich selber ist die Bedingung, um mit anderen in Verbindung zu sein, um eine Beziehung zu führen, auf Augenhöhe, um es nicht nötig zu haben, andere abzuwerten, andere auszulachen, beispielsweise. Also das kann man sicher sagen, dass es darum geht, einfach die Bezogenheit zu stärken, die Fähigkeit von Männern, die Möglichkeit, auch in Beziehung zu sein, sich auch wohlzufühlen dabei und das nicht als irgendwie etwas Gefährliches, Bedrohliches zu erleben. Und vielleicht noch zum Schluss ganz kurz, Fabien, Vorteil hat ja das auch, was du jetzt erlebst. Welle? Ja, dass du vielleicht gewisse neue Aspekte entdeckst, die du vorher gar nicht das stimmt. Gehabt hast. Vielleicht einfach die weibliche Seite, die ich mir lernen kenne, die eigentlich gar nicht so schlecht tut an einem Mann, der manchmal da wie ein Höhlenbewohner. wie er gesagt hat, die Connection zum Inneren. Mhm. Und da kann man wirklich noch wachsen. Und es ist recht interessant, mal so etwas lernen zu kennen. Ich glaube, in diesem Leben habe ich das einfach müssen, dürfen. Und ich mache da mit voller Motivation weiter, auf jeden Fall. Dankeschön vielmals, Fabien Rohrer, und herzlichen Dank, Herr Theunert. Und jetzt gibt es natürlich sicher noch ganz viele Fragen, die Sie sich zu diesem Thema stellen. Darum lohnt sich ein Blick in die Schweizer Familie. Dort gibt es ein Interview. Und es lohnt sich auch ein Blick auf unsere Webseite. Dort haben Sie nämlich noch ein Zusatzinterview über das neue Männerrollenbild. Wir wechseln das Thema. Jetzt ist wieder Zeit, wo Vitaminpräparate Hochkonjunktur haben. Sie sind wichtig für den Körper, sie sind wichtig für den Stoffwechsel und sie übernehmen auch Schutzfunktionen. Und trotzdem muss man gerade so Vitaminpräparat greifen, wenn man schlapp ist? Wir haben nachgefragt. In unserem Körper finden ständig unzählige Stoffwechselprozesse statt. Für einen reibungslosen Ablauf ist unser Organismus deshalb angewiesen auf eine ausreichende Versorgung mit Mikronährstoffen. Dazu gehören Spurenelemente, Mineralstoffe und Vitamine. Sabina Raschle vom Ernährungszentrum Zürich weiß, wann welche Vitaminpräparate bei Mangel angezeigt sind. Also der bekannteste und
denke ich, auch der weit verbreiteste Vitaminmangel ist der Mangel an Vitamin D. Das ist im Moment besonders aktuell, weil wir Winter haben und das Vitamin D wir nicht durch das Essen aufnehmen, sondern das wird durch die Sonne in unserer Haut produziert. Und das ist im Winter weniger der Fall. Vitamin D ist wichtig für den Knochenaufbau und den Erhalt der Muskelkraft. Und gerade auch Kinder und Jugendliche, die noch im Wachstum sind, riskieren mit zu wenig Vitamin D einen schlechteren Knochenbau oder sogar bis zu Verformungen vom Skelett. Im Frühling, Sommer und Herbst ist es nicht nötig, Vitamin D-Präparate einzunehmen. Grundsätzlich für jemanden, der keinen Vitaminmangel hat, lange, wenn man sich einfach gesund und ausgewogen ernährt, nach den gängigen Empfehlungen, wo halt viel Früchte, viel Gemüse, viel Vollkornprodukte dabei sind. Und wie kann man die Vitaminzufuhr im Alltag verbessern ohne Supplemente? Wenn man es ergänzen will, darf es auch mal ein Glas Multivitaminsaft sein oder eins von diesen Pulver, die man in die Milch tun kann. Ich finde, das sind durchaus gute Optionen. Ohne dass es jetzt ein höchstdosiertes Präparat würde brauchen. Vitamine sollte man in Absprache mit einem Arzt ergänzen, wenn mittels einer Blutuntersuchung ein Mangel festgestellt wird. Dann ist es schwierig, den Mangel über das Essen wieder auszugleichen. Jetzt einfach eine Einnahme von Vitaminpräparat, ohne dass man jetzt einen nachgewiesenen Mangel hat, von dem rate ich hingegen eher ab. Was ist mit einer Überdosierung? Die wasserlöslichen Vitamine B und C scheidet der Körper über den Urin wieder aus. Die fettlöslichen Vitamine A, D, E und K hingegen können gefährlich werden in sehr hohen Dosen oder kombiniert mit anderen Präparaten. Die fettlöslichen Vitamine hingegen, die werden gespeichert im Körper und wenn wir dort wirklich über eine längere Zeit zu viel zu uns nehmen, dann kann das eine sogenannte Hypervitaminose geben, die dann wirklich Nebenwirkungen haben. Das kann Kopfweh sein, Übelkeit, Erbrechen, kann aber auch das Herz betreffen. Also durchaus nicht ungefährlich. Eine Überdosierung an Vitaminen über natürliche Lebensmittel ist fast nicht möglich. Im Trend ist die vegane Ernährung. Doch dabei ist Vorsicht angebracht in Bezug auf die Vitamine. Für das Vitamin B12 sind wir auf tierische Lebensmittel angewiesen. Das ist praktisch nur in tierischen Lebensmitteln vorhanden. Und somit ist es sehr, sehr wichtig, dass Menschen, die vegan sich ernähren oder den Wechsel in Betracht ziehen, auch daran denken, dass sie das Vitamin B12 eben müssten über ein geeignetes Präparat dann abdecken. Idealerweise immer in Absprache mit einem Arzt. Gefährlich ist der Bezug aus dubiosen Quellen und dem Ausland. Dort gelten zum Teil andere gesetzliche Höchstwerte an Vitaminen. Also die sind zum Teil schon mal höher dosiert, als es in der Schweiz überhaupt erlaubt oder empfohlen ist. Die Produkte werden auch nicht kontrolliert von den Schweizer Behörden. Am besten führt man die Vitamine über eine gesunde, ausgewogene Ernährung zu. Früchte, Gemüse und Vollkornprodukte. Und was nimmt die Ernährungsberaterin selbst ein? Im Winter Vitamin D, aber das ist es dann auch schon. Wir sind wieder am Ende der Sendung. Schön, sind Sie dabei gewesen. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Adieu miteinander. Jedes Jahr kriegen in der Schweiz 30'000 Menschen einen Herzinfarkt. Man muss schnell reagieren, damit man überlebt. Wie man einen Folgeinfarkt verhindert, zeigen wir Ihnen nächste Woche. Schweizer Familie präsentierte Gesundheit heute, unterstützt von Universitätsklinik Balgrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Clarunis, Universitäres Bauchzentrum Basel, Exzellenz in Klinik und Forschung. Interpharma, wir forschen weiter. Und Viogi, mehr als Labormedizin.